Es ist, sind zum Teil erzdämonische Kräfte und zum Teil ist es Magie. So wie jeder andere Dämon seinen Gläubigern, seinen Paktierern Magie einflößen kann, kann auch dieser Dämon es. Sind das denn dann wie Artefakte oder hat er das dabei? Hat er das, kann er das immer? Wie funktioniert das? Oh nein, nein, keine Artefakte. Ihr Körper selbst ist das Medium. Sie geben dafür eine Opfergabe und dafür erhalten sie Kräfte, die nicht erklärbar sind, die wie Magie wirken, dennoch keine Magie sind. Wisst ihr denn, wie das geht? Also schneiden die sich das selber raus oder wie verheilt das? Kann man da irgendwie was erkennen oder bringt das alle nichts? Weil bei dem einen sieht das komplett so aus, als hätte er nie Zehen gehabt. Bei dem anderen ist der Arm so richtig abgerissen und blutet immer noch. Und aber mir, du hast gesagt, dem anderen hat der Lungenflügel gefehlt, was auch immer ein Lungenflügel genau ist. Also ist da Das hört sich irgendwie. alles durchaus an wie gegebene Opfer, ja. Es kann etwas Einfaches sein wie Haare oder Blut. Manchmal ist es ein Auge, ganze Gliedmaßen. Andere opfern Organe. Viele machen es sich einfacher. Sie opfern andere Menschen, opfern Tiere, Gold. Gold ist immer ein sehr beliebtes Opfermittel, wie ich es verstanden habe. Und auch alles, was den Göttern heilig ist, ist ein sehr, sehr beliebtes Opfer. Aber könnten Sie also vielleicht eine goldene Kette als Opfergabe darbringen wollen? Nun, vielleicht, ja. Eine, die vielleicht aus Angwir-Tempelschätzen geschmiedet wurde? Tempelschätze, ja. Gold aus Tempelschätzen verunstaltet, umgeschaffen, mit der unheiligen Zahl 13 versehen. Das wäre wohl eines der potentesten Opfer, die sie bringen können. Könnt ihr euch erklären, warum die alle sterben wollen? Also, wisst ihr, warum das so ist? Oder könnt ihr euch das erklären? Weil die sind alle bereit zu sterben und normalerweise wollen Paktierer mal nicht sterben. Nun, sie sind keine Paktierer im herkömmlichen Sinne, denn sie sind sich nicht im Klaren, dass sie paktieren. Sie wollen sterben, weil sie so denken, ich mag es kaum auszusprechen, ihrem Götzengott am nächsten zu sein. Sie denken damit, vielleicht ewiges Leben zu erlangen, ewige Freude, Einlass in ein Paradies, das es gar nicht gibt. Aber es Es weiß doch werden hier. viele Lügen erzählt und viel Trug und die Leute, die ihm folgen, einige haben keine Wahl, andere sind zu leichtgläubig und haben deswegen keine Wahl. Wie genau, wenn ihr vermuten müsstet, würde ein solches Opfer stattfinden, um mal darauf zurückzukommen? Ich meine, sie werden es wohl kaum in eine Feuerschale schmeißen und damit fertig sein. Ich habe bereits einmal ein solches Ritual beschrieben bekommen, das meine Meisterin erlebt hat. Es waren an der Zahl 13 Paktierer, gehüllt in purpurne Roben, mit Opferdolchen in den Händen, die aus einer Scheide aus Gold gezogen wurden, die ein junges Mädchen geopfert haben, ihr langsam einzelne Gliedmaßen entfernt, Organe entfernt haben und sie dann langsam haben ausbluten lassen. Und wie ich jetzt erzählt bekommen habe, hat dieses Mädchen dabei gelacht und sich gefreut, geopfert zu werden. Also sie Wie sind diese allesamt Bekloppten. wahnsinnig. Ja, das stimmt wohl. Das trifft voll und ganz zu. Sie sind wahnsinnig. In einem Wahn. Sie sind Zeloten für etwas, das sie selbst für einen Gott halten. Würdet ihr empfehlen, dass wir die Gefangenen von denen weiter befragen, oder werden sie uns ohnehin nur Lügen erzählen oder ist bei ihnen aufgrund ihres Wahnsinns ohnehin Hopfen und Malz verloren?
Sie werden uns anlügen. Sie werden niemals die Wahrheit sagen. Es liegt gegen ihre Natur, die Wahrheit zu sagen. Man muss sie töten, auch wenn es das Schlimmste ist, was wir tun können. Wir können sie nicht festhalten. Und jedes Wort, das aus ihrem Mund quillt, ist eine Gefahr. Eine Gefahr, dass weitere Leute ihren Lügen anheimfallen, dass sie sich einschleichen, diese Einflüsterung des Dämons auf neue Leute übergeht. Da stimme ich zu. Schnell Gericht. Fühlt ihr euch in der Lage dazu, so einen Paktierer zu erkennen? Ich fürchte nicht, nein. Es gibt offensichtliche Merkmale wie Verstümmelungen oder die Farbe. Doch die meisten von ihnen werden wir niemals finden. Aber das heißt, wenn wir jemanden finden, der Verstümmelungen hat, können wir davon ausgehen, dass er auf jeden Fall Teil dieser Sekte ist und auch ein bisschen höherrangig. Isarun, wir können nicht jeden Verkrüppelten in der ganzen Stadt zusammentreiben und aufknüpfen. Nein. Ich meine jetzt die, die speziell diese Geschichten verbreitet haben. Aber was ist denn, wenn ich denke nicht, dass jeder von ihnen ein Paktierer ist, doch ich denke, die meisten von ihnen, die diese Geschichten verbreiten, sind zumindest gefährdet oder in Kontakt gekommen mit Paktierern, die sie beherrschen. Ob man sie retten kann, ich weiß es nicht. Ich habe nie von einem Fall gehört, dass man sie retten kann. Also doch eine Kontrollaria-Komponente. Ja, die Aspekte dieses Dämons bestehen überwiegend aus Herrschaft, Macht. Und er regiert durch Egoismus, Selbstsucht, Versuchung, Lüge, Verrat, Rache. All das, was schlecht ist. Ja, vieles das hat doch auch überschneidet sich mit anderen Dämonen. Das hat doch aber auch voll die Schwachstellen. Chorgeweihte opfern auch Blut und ihre Finger. Und was ist, machen wir denn bei denen, die ganzen inneren Organe, Abelmir? Organe, ne? Organe, richtig. Die inneren Organe opfern. Aber mir kannst du sowas erkennen, wenn jemand seinen Lungenflügel nicht mehr hat? Nun, ich müsste eine Vivisektion durchführen. Aber was ist das Problem? Genau. Nun, ich müsste ihn aufschneiden. Abel mir. Ja, ihr fragt euch, wie ich es erkennen kann. Ich habe es euch beschrieben. Ob das euch nicht gefällt, war mir natürlich klar. Aber ich fürchte, sonst gibt es keine Möglichkeit. Man könnte vielleicht über bestimmte körperliche Gebrechen feststellen, ob dies oder jenes Organ fehlt, aber es könnte alle möglichen Gründe haben. Oh nein, die meisten haben gar keine Gebrechen, es ist immerhin auf magische Weise entfernt worden. Es gibt einfache Methoden herauszufinden, ob jemand anheimgefallen ist. Es ist langwierig und nicht immer eindeutig, doch durchaus sicherer als auf Verkrüppelungen zu achten. Bitte teilt sie uns mit. Dieser Dämon ist, wie gesagt, er bietet oder stellt den Egoismus dar. Alles, was dem als Gegenteil läuft, ist ihnen zuwider, ist ihnen wie ein Dorn im Auge. Das Schlimmste von allem für diese Paktierer ist Mitleid. Aber wie hilft das? Wie reagieren sie auf Mitleid? Soll ich jetzt alle Leute suchen, die kein Mitleid haben? Und wie überprüfe ich das? Fangen wir doch das Chortempel an. Genau das ist das Problem. Sie sind sehr schwer zu finden und kein Wort kann man glauben. Und jeder, wirklich jeder, selbst die hier Anwesenden, könnte bereits in mein Heim gefallen sein. Aber wenn sie doch so gute Lügner sind, dann könnten sie doch einfach so tun, als ob sie Mitleid hätten. Deswegen sind sie überall auf Ganztiere verbreitet und deswegen konnten sie sich so lange verstecken. Ich hasse die jetzt schon alle und ich kenne die noch nicht mal richtig. Wir werden wohl mehr ich teile dieses. Ich habe euch unterbrochen. Sprecht bitte. Wir werden wohl mehr Stricke brauchen. Oh ja, das auf jeden Fall. Aber, also, sie haben irgendwas Purpurnes an sich? Sie opfern ihre Körperteile oder Organe? Und
was hat das jetzt immer mit diesen Ratten auf sich? Warum, was, halten die sich Ratten? Hören die Ratten auf die? Was meint ihr damit mit Ratten-Ding? Also, was ist da der Zusammenhang? Ratten sind so etwas erkennen? Wie das unheilige Tier dieses Dämons. Es sind seine Speer, seine Boten. Überall, wo er auftritt, gibt es auch eine Überzahl an Ratten. Sie verbreiten Krankheiten und Elend. Aber ich war hier noch nicht in dem... Gibt's doch in jeder Stadt. Ja, richtig. Genau, das ist so. Du meinst, also jede Ratte gehört dem... Überraschenderweise gab es in Yorgomar keine Ratten, denn die Erzdämonen sind auch Feinde dieses Dämons. Die Erzdämonen sind sich auch selbst Feind. Deswegen ist auch der Rattenfänger ein sehr ehrbarer Beruf. Aber sind das denn Leute, die viel mit Ratten zu tun haben? Also sollten wir vielleicht mal hier irgendwie in die Kanalisation gehen und die Rattenleute suchen? Oder also es ist nicht unabwegig, nach Leuten zu suchen, die in den Kanalisationen oder unter der Erde leben, wo viele Ratten zugegen sind. Aber Gareth hat riesige Kanalisationssysteme, da können wir uns unmöglich einfach durchkämmen. Schlag nicht. Ein weiterer Grund, warum so viele Leute scheinbar dem Namenlosen am Heim gefallen sind. Großartig. Ganz großartig. Ich schlag nicht wirklich vor, in die Kanalisation hinabzusteigen, in dieses Dreckloch. Nein, keineswegs. Das wäre, wie sich in die Fänge des Feindes selbst zu geben. Aber können wir... Aber also sie können dann aber... Also jetzt, sie tun so, als wären sie geweiht zum Beispiel. Aber sie können ja nicht auf die Kraft eines... der Götter dann zurückgreifen. Können wir sich darüber vielleicht finden? Vielleicht sollten wir, wenn wir Vermutungen haben, oder einfach alle Prioten zum Beispiel, einen Segen wirken lassen oder ähnliches. Oder können sie das auch vortäuschen? Nein, das können sie nicht vortäuschen. Wie könnten sie? Wäre das möglich? Also wenn alle Prios-Geweihten, was auch immer, segnen sollen, Amulette oder wie auch immer, jeder segnet ein Amulett und danach schauen die anderen Prios-Geweihten, ob es wirklich gesegnet ist. Sehr umständlich, doch es könnte funktionieren. Aber hier sind doch nicht mehr so viele also ich weiß nicht, ob wir alle Prios-Geweihten davon überzeugt bekommen, aber wenn wir das schaffen, dann können wir zumindest sicher sein, dass da niemand mehr ist. Und das würde uns ja schon mal viel helfen, wenn wir sicher sein könnten, dass Prios heilige Hand frei von diesen Ketzern ist. Glaubt ihr wirklich, die Prios-Geweihten in der Stadt des Lichts lassen sich auf solch eine Theorie ein? Naja, also etwas zu segnen dürfte für sie kein Problem sein und ihnen auch nicht widersprechen, wenn wir unsere Theorie entsprechend erläutern und Yalan sie vielleicht vorträgt. Yalan an, zweifelnd. Warum lasst ihr sie dann nicht etwas wesentlich Offensichtlicheres tun, anstatt eine schwer zu überprüfende Segnung zu wirken? Was wäre? Das Paarhaus können sein Licht herbeirufen, zum Beispiel. Sollte man natürlich nicht. Darauf wird man etwas unbequem angeschaut. Nicht einfach so tun, wenn wir sie von der Wichtigkeit der Sache überzeugt bekommen, lässt sich es sicherlich machen. Obwohl. So sind bei weitem nicht alle Leute in der Stadt des Lichts geweiht. Ich denke, dass alle Leute, die in der Stadt des Lichts waren, kein Problem sind, weil Prios schon die ausgesucht hat, die er zu strafen suchte. Es gibt genau einen Prioten, der nicht in der Stadt des Lichts war und der noch lebt. War? Welch meint ihr? Vor euch. Ah. Oh. Ich bin zwar verwundert über diese Statue, ich halte euch aber trotzdem nicht für einen Anhänger des Feindes. Aber das mit dieser Statue, da müssten wir auch etwas herausfinden. Irgendwer muss sie gemacht haben. Wir wissen doch, wer sie gemacht hat. Diese Heliodana von Streitsig. Ja, das behauptet der. Kann ja nicht. Seit denn Yalan lebt seit 2000 Jahren oder wie lange das auch immer her ist. Und das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Nun, ich muss gestehen, ich kann mich nicht an meine eigene Geburt erinnern. Nicht? Könnt ihr denn uns denn das erste Jahr nennen, an das ihr euch erinnern könnt? Ich denke nicht, dass es so lange her sein wird. Jedenfalls kennt sich denn einer von euch mit, weiß nicht, Steinhauerei aus. Man kann auch sicherlich bestimmen, wie alt diese Dinge in etwa sind.
Bestimmt. Nun, man könnte sicherlich einen Ankroschim fragen. Wo ist Albrecht schon wieder? Ach, der wollte... Er wollte seine Zwergenkumpanen holen, oder? Ja, irgendwie sowas. Dann müssten wir halt nur jemanden finden, der das in Auftrag gegeben hat. Ich meine, die Torgosch hätte es sicherlich gekonnt. Die stand auch mitten in der Kaserne, richtig? Und wenn die Statuen zur Zeit der Priesterkaiser gefertigt wurden, lassen sich vielleicht in der Stadt des Lichts einige Aufzeichnungen finden. Ja, wenn aber sie die Statue von dir kann ja nicht so alt sein. Also, kann ja nicht. Muss aber, denn es hieß doch etwas, waren da nicht Aufzeichnungen darüber, dass dort eine sein sollte? Und es ist durchaus möglich, mit Magie Steine umzuformen. Das kann den Feind nicht davon abgehalten haben, einfach eine neue Statue zu machen und dort zu platzieren. Er hat uns schließlich dorthin geführt, vergesst das nicht. Wir wussten nicht, wo diese Statue ist, er wollte, dass wir sie finden. Also, das ist möglich, aber ich dachte, ihr hättet die Statue untersucht, die anderen, und hättet keine Magie festgestellt. Ansonsten müssten wir doch mal nachschauen. Vielleicht sieht die Statue jetzt auch schon nicht mehr aus wie ihr und dieser Zauber ist verflogen. Oh, vielleicht, es gibt durchaus Zauber, die langhaltend sind und vielleicht nicht Illusionen sind, sondern tatsächlich den Stein verändern. Vielleicht wurden die Statuen zeitig platziert, um etwas zu suggerieren, etwas vorzuspielen. Wir wissen nicht, wie alt die Statuen sind. Wir wissen nur, dass sie die Märtyrer darstellen. Vielleicht handelt es sich auch einfach nur um einen ganz gewöhnlichen Zufall und dieser Aljek sah seine Chance gekommen, weil er die Ähnlichkeit bemerkte und hat sie genutzt, um Zwietracht zu sehen. Ich würde euch ja zustimmen, aber ihr müsst euch die Statue ansehen. Es ist nicht, dass man Jalan darin erkennen könnte. Ich denke, heute ist es zu spät dafür. Aber ich würde es mir gerne morgen früh einmal anschauen. Genau, in der einen können wir dann auch noch die anderen beiden Statuen uns ansehen, von denen Anzwin geschrieben hatte. Ja, die muss ich mir definitiv anschauen. Und auch diese Kettenglieder, die ihr gefunden habt, die muss ich unbedingt unter Augenschein nehmen. Vielleicht mit einem Oculus betrachten, auch wenn ich nicht denke, dass es viel bringt. Doch zunächst, viel wichtiger, ich denke, ich sollte euch einige Namen aufschreiben, die es sich zu merken gilt. Niemals aussprechen, aber wenn ihr solche Namen hört oder solche Zeichen seht, wisst ihr, womit ihr es zu tun habt. Das ist eine hervorragende Idee. Könnt ihr wohl jemanden für mich untersuchen? Natürlich. Wem? Komm mit in den Keller. Also, sofort. Lasst mich erst aufschreiben. Also. Ja, dann schreibe ich auf zunächst den Namen Maruk Metai. Solltet ihr jemals diese Namen zu hören bekommen? Es ist angeblich die rechte Hand des Erzdämons und sein Heerführer. Dann schreibe ich den Namen Gon Chamur auf. Dies soll ein Dämonenross sein, auf dem vorheriger Dämon reitet. Sie könnten durchaus zusammen in Verbindung gebracht werden, doch wenn ihr nur einen davon hört, könnt ihr davon ausgehen, dass der andere auch mit im Spiel ist. Und zuletzt schreibe ich den Namen Gragvalos auf. Dies könnte besonderer sein, denn ich denke, mit ihm seid ihr schon in Berührung gekommen. Ein Dämon in Form eines schwarzen, geflügelten Löwen. Und zuletzt schreibe ich Ihnen noch auf einen kleinen Spruch, den mir meine Meisterin beigebracht hat. 13 Ketten aus reinem Eternium, dem überschweren Gold der Götter. 1000 Meilen misst jede Kette und jedes Glied ist so groß wie ein Kriegsschiff und so schwer wie ein Berg. Was genau das bedeutet, ich bin mir noch nicht sicher. Doch auch hier die Zahl 13? Bedeutend, denke ich. Und doch würden wir so viel von dem Göttergold jemals zu sehen bekommen, denke ich, wäre es offensichtlich.
In Ordnung, also wer auch immer diesen Namen in den Mund nimmt oder die Zahl 13 oder sowas, kommt direkt auf unsere Liste. Ja, ihr solltet euch immer auf vorsehen vor dieser Zahl. Wenn es auch nur 13 Kronleuchter in einem Speisesaal sind, selbst dann solltet ihr vorsichtig sein und aufhorchen. Sie können überall sein. Meint ihr, dieser Sohn dieser Zeloten ist ebenfalls dämonisch verseucht? Ihr wisst schon, Alrik, dieser Kleine. Fehlen ihm Teile. Nun, ich habe das ist möglich. Ihn nicht angeschaut, so genau, muss ich gestehen. Das ist wie er ist dieser Junge, dessen Mutter sich geopfert hat, nicht wahr? Exakt dieser. Es ist nicht auszuschließen. Vielleicht könnte egal wie jung man ist, man kann dennoch den Rattengötzen paktieren. Vielleicht könntet ihr und ich ihn nun ja angucken und befragen. Das sollte natürlich möglich sein. Hoffen wir, dass eure Untersuchung nichts ergibt. Ich möchte ungern ein Kind hinrichten lassen. Und ich möchte ungern diesen Dämonenknecht im Hesinde-Tempel wissen. Falls es deiner ist. Gehen wir erstmal in den Keller. Nur um der Sicherheit Genüge zu tun, aber Ansicht über Reo Gemmenschneider hören. Natürlich. Dann zeigt mir ihn. Ihr geht die Treppe der alten Residenz runter, lasst die Staffelei von Eldern Gorbas zurück und betretet dann wieder den Keller. Dort könnt ihr erkennen den Schrank, der immer noch davor geschoben ist oder wieder davor geschoben, und 3-4 Söldner, die hier gerade einen zerstörten Tisch herangeschoben haben, irgendwelche von den Waisenmachern, irgendwelche von Retos Jungs, die hier gerade Wache halten. Von Ömer keine Spur. Wenn ihr dann den Keller aufmacht, beziehungsweise den Raum zu dem Folterkeller, Reo Gemmschneider liegt dort immer noch angekettet, alleine, entkräftet, mit spröden, aufgeplatzten Lippen, hat seit langer Zeit nichts mehr zu trinken bekommen und wimmert vor sich hin. Die Söldner tippen sich nur noch an den Kopf, grüßen kurz und scheint das nicht zu interessieren, was die da gerade tun, was ihr da gerade tut. Magister Iolaus, das ist der Mann. Wenn ihr die Güte hättet, ihn einmal zu untersuchen. Ja, natürlich, natürlich. Definitiv dehydriert und ich glaube, ihm fehlt ein Auge. Foltern mich. Leidet mich los, bitte. Ja. Erstmal muss ich euch untersuchen. Sie haben mein Auge rausgeschnitten. Er war's. Ich konnte mir die Zahl merken. Hat dieser kleine Tulamide. Er sagte, ich soll bis 14 zählen. Helft mir bitte. Wo ist der kleine Tulamide überhaupt? Sieht nicht nach einer Infektion aus. Er hat gesagt, ihr foltert mich nicht mehr. Schaut euch sein Auge an, da ist es purpur. Also, mach mal das Auge auf, finde ich. Ziehen dann so die Augenlider auseinander so und guck mir das mal genau an. Ja, du siehst, dass es wohl durch einen magischen Heiltrank wieder versiegelt worden ist. Also es blutet nicht mehr offen und stark, die Wunde wurde dann also magisch verschlossen. Du kannst auch noch den abgestellten Heiltrank noch erkennen, der da wohl noch steht. Okay, fachkundiges Auge kann das zumindest deuten, aber nichts purpurn. Das Auge, das noch da ist, nicht das andere. Nicht da, wo das Auge fehlt. Ja, natürlich. Wie sieht denn das andere aus? Ja, schaust dich kurz um und kannst dann da auf einer der Bänke erkennen, wie da ein ausgetrockneter Klumpen liegt, ein bisschen weiß, eingebröckelt, möchtest du fast meinen, also muss das schon längere Zeit liegen. Der Glaskörper ist auch beschädigt, also da hat wohl irgendjemand sehr grob mit einem Dolch rumgespielt und dann wurden da die Fasern weggeschnitten, das, was dann das Auge mit dem Gehirn verbindet. Gut, anatomisch bist du ja auch sehr bewandert, kennst da wohl die groben Zusammenhänge und betrachtest dir dieses Auge, was tatsächlich eine purpurne Farbe aufweist. Dementsprechend, das sollte bei Elfen auftreten, bei Menschen ist das nicht so der Fall. Und wenn du dir sein anderes Auge angesehen hast, das war ganz normal blau. Verstehe. Ja, dann ziehe ich ihm mal die Schuhe aus, wenn er sie anhat, und gucke seine Füße an. Ich glaube, er war immer noch nackt. Vielleicht lag da noch so eine kleine Decke oder sowas drüber. Kannst du dann beiseite ziehen und du siehst, dass er keinen großen Zeh hat.
Er fehlt. Ja, sieht fast aus wie durchaus magische Heilung. Keine Narbe, keine offensichtlichen Verletzungen. Interessant, interessant. Nun sagt, guter Mann, hattet ihr vielleicht... war eure Großmutter eine Elfe? Was? Keine Ahnung. Gebt mir doch bitte was zu trinken. Ja, natürlich sofort. Sagt, wie hattet ihr euren Zeh verloren? Ich hab mich gestoßen. Woran? An meiner Goldschmiede. Da stand ein Blech rum, was da sonst nicht stand, und da habe ich mich dran gestoßen. Als ich den Stiefel auszog, war der Zeh weg. Verstehe. Durchaus, ich wende mich zu einem, durchaus einem abgetrennten Auge ein purpurner Schimmer zu sehen. Nach seiner eigenen Aussage weiß er nicht, ob er elfische Vorfahren hat. Ich bin doch nur Goldschmied. Ein notorischer Lügner, was seine vorübigen Verletzungen angeht. Ich denke, es ist durchaus zu beweisen, dass etwas nicht stimmt. Ich habe die Sachen doch noch nicht mal eingeschmolzen. Die stehen immer noch in meiner Schmiede rum. Ist er nur ein Paktierer oder ist er kein Paktierer? Redet doch mit mir! Reo Gemmenschneider. Ich werde zur Last gelegt, eure Seele an einen der Erzdämonen vergeben zu haben. Was habt ihr aus eurer Verteidigung vorzubringen? Keine Erzdämonen. Nein, das würde ich nicht tun.